Hallo liebe YouTube-Zuschauer, heute zeige ich euch mal ein Video der etwas anderen Art. Ich wollte euch heute nämlich gerne mal vorstellen, wo ich meine Tuning-Teile für den Matera-Ascendale kaufen tue. Diese Seite, wo ich jetzt halt als erstes vorstellen tue, ist GTM Racing aus Kanada. Die bieten an ein komplettes Umbauset für den Matera-Ascendale für $142. Und da geht es darum, dass man den Motor vorne montieren kann, damit man ein Interieur reinbauen kann in den Ascender. Da ist alles Mögliche dabei, die RC4 WD-Wellen und so weiter. Also ist es eigentlich alles dabei, wo man benötigt für den Umbau. Versand ist auch sehr günstig, obwohl es aus Kanada kommt, $6,30 oder sowas in der Art. Könnt ihr selber noch mal genauer durchlesen. Ich wollte es euch nur mal kurz vorstellen. Des Weiteren bietet GTM Racing auch Linkhalter an, die eine bessere Chassis-Geometrie dann machen. Das wollte ich euch auch gerne mal zeigen. Aus Aluminium sind die. Und man kann des Weiteren trotzdem einfach die originalen Links verwenden. Also man muss keine neuen Links oder sowas basteln oder so. Einfach reintun, fertig. Kostet $29,90. Genau, dann wollte ich euch gerne mal Liquid RC Scalar Farb zeigen. Dort habe ich noch nie was bestellt, genauso wie beim ersten. Aber ich bin am Überlegen, ob ich eventuell hier Stoßstangen oder so einen Dachträger hier kaufen sollte oder zum Beispiel eine Anhängerkupplung. Des Weiteren gibt es auch Rockslider mit einen Unterfahrschutz, also richtig zu, wie man hier sieht. Richtige Full-Size Stoßfänger für vorne zum Beispiel aus Blech. Ist richtig cool. Ja, und das hier heißt Scalar Farb, die Seite. Natürlich auch aus Amerika. So, dann Liquid RC. Hier habe ich schon bestellt. Da ist genial, der Versand kostet nur 99, also 0,99 Dollar, also 1 Dollar circa, nach Deutschland wohlgemerkt. Und hier gibt es die Diff-Cover aus Aluminium, die ich mir schon bestellt habe. 21 Euro kostet da einer. Und nicht den Fehler machen wie ich, wenn ihr die wollt. Ich habe nämlich nur eins bestellt und dann kam auch nur einer, weil ich dachte, da sind schon zwei dabei. Also, jetzt musste ich noch einen zweiten bestellen, der kommt diese Woche, werde ich auch bald montieren. Des Weiteren bieten auch die auch für den Ascender die Aluminium-Lenkhebel und so weiter an. Sogar aus Stahl oder Aluminium-Zahnräder sogar fürs Getriebe. Hauptzahnräder, genau. Gibt es hier auch zu kaufen. Ich habe natürlich hier die originalen Watera gekauft. Die Teile sind von Original Watera übrigens teurer. Hier sind sie günstiger und in Schwarz finde ich persönlich besser. Aber jetzt habe ich schon die Original Watera. Jetzt ist es auch schon zu spät. Genau. Und diese drei Seiten wollte ich euch gerne mal vorstellen. Also Liquid RC gibt es diese Alu-Lenkhebel und sowas. Und Hauptzahnräder und Diff-Covers für einen Ascender. Und nur 0,99 US-Dollar Versand nach Deutschland. Innerhalb von 2 Wochen sind die Sachen da. Dann hier Scalar Farb, da gibt es alle möglichen Scale-Sachen, also Stoßfänger und so weiter und Rockslider und Dachträger und Anhängerkupplung. Und bei GCM Racing Kanada gibt es etwas sinnvollere Tuning-Sachen, finde ich, mit diesen Linkshaltern. Diesen Motor-Umbau-Kit werde ich mir auf keinen Fall holen, weil ich persönlich benötige den nicht und genau. Und ist auch viel Geld natürlich. Aber für Leute, die sehr viel Wert auf Interieur und sowas legen, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Option, das hier zu kaufen. Man kann auch hier noch Centerschafts-Sliders kaufen und also noch ein bisschen Zubehör. Okay, und das wollte ich euch heute eigentlich nur mal kurz zeigen. So ein paar Tuning-Seiten. Also GTM Racing. Seht ihr ja hier, GTM Racing.
Dann haben wir hier Scalar Farb und Liquid RC. Dann tschüss und Fahrvideo kommt sehr bald. Ich habe schon eins aufgenommen, allerdings ist das irgendwie nicht mehr speicherbar gewesen, weil die Speicherplätze voll waren in meiner Kamera. Muss ich leeren und neues drehen. Aber bis dahin sage ich mal schon mal tschüss.